Ja, dass Salzburg den Ruf hat, eine Barockstadt zu sein, verdankt sie natürlich vor allem Fischer von Erlach. Also wenn man sich vorstellt, wie die Dreifaltigkeitskirche da so thront über dem Marktplatz, überall ist das ein deutliches Zeichen von kirchlicher Macht und von wunderbarer Architektur. Ja, für mich ist seine Auseinandersetzung mit dem Kirchenbau, dass es da vier Kirchen gibt, die in gar nicht so großer Zeitspanne entstanden sind, das ist schon etwas, was man nicht so leicht findet, wo man sagen kann, da hat er der Stadt einen Stempel aufgedrückt. Also für mich ist Fischer von Erlach fast ein Bühnenbildkünstler aus heutiger Sicht. Das ist wirklich ganz, ganz spannend, wie die Stadt dadurch einfach eine barocke Skyline bekommen hat, die bis heute erhalten ist. In nur 15 Jahren hat Fischer mit seinen sakralen und profanen Bauten das barocke Stadtbild geprägt. Nach ihm ist kaum noch etwas Bemerkenswertes gebaut worden, sodass man sagen konnte, das Stadtbild Salzburgs ist mit der Ära Fischer von Erlach abgeschlossen. Im Stadtbild von Salzburg hat Fischer von Erlach gewissermaßen die krönenden Schlussakkorde gesetzt und mit der Kollegienkirche dieses einzigartige Stadtbild gewissermaßen vollendet. Er hat bei den besten Handwerkern und Künstlern studiert und auch gearbeitet, mit denen gearbeitet, hat viel gelernt. Das hat sein Denken, seine Entwürfe, die ja viel zahlreicher sind als seine Bauten, beeinflusst. Es ist für mich eigentlich gar nicht möglich, Salzburg ohne diese Kirchen von Fischer zu denken. Und was für mich sozusagen auch das Spannende ist, dieses Verhältnis der Baukörper untereinander. Das ist eigentlich so ein Spannungsfeld, das essentiell ist. Und da würde ich schon die Bauten Fischer von Erlach sozusagen als einen krönenden Gipfelpunkt dieser gesamten städtischen Entwicklung herausstreichen. Letztendlich haben die Fischerbauten auch dazu beigetragen, dass Salzburg den Status des UNESCO-Weltkulturerbes erhalten hat. Und viele Besucher werden nach wie vor diese Bauwerke mit Staunen und Ehrfurcht betrachten.